In diesem Video mache ich einen Ride mit meinem Peloton und zeige euch auf dem Bildschirm, wie alles aussieht und funktioniert. So, wenn ich jetzt auf dem Rad bin, dann kann ich ganz einfach in die Klassen gehen. Dann suche ich mir beispielsweise erstmal die Dauer aus. Ich kann hier ganz viel filtern. 10 Minuten passt für mich. Dann den Klassentyp. Da könnte ich halt Beginner, Low Impact, Power Zone. Ich nehme jetzt mal einen Low Impact. Und dann auch den oder die Trainerin kann ich auswählen. Das ist in meinem Fall meine Favoritin, die Ellie. Die ist immer sehr positiv. Und die hat hier 2 Low Impact Rides am Start, 2 Cooldown Rides. Mit dem Häkchen sehe ich, dass ich die schon mal gemacht habe. Den habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht, deswegen wähle ich mir den aus. Dann könnte ich jetzt auch einen Preview machen, um mir das vorher anzugucken. Und wenn ich jetzt einfach Lust habe, direkt loszulegen, geht es einfach auf Start und synchronisiert sich alles. Den Herzmonitor habe ich jetzt gerade nicht connected, sonst würde das aktiv. Bluetooth habe ich auch nichts drin, deswegen bin ich aber trotz allem fein und gehe einfach auf Start. Dann kommt Ellie und erklärt erstmal auch, wie was funktioniert. Ich habe alles auf Englisch, weil dann habe ich mehr Möglichkeiten und es passt einfach für mich besser. Links ist Cadence, das ist praktisch die Trittfrequenz. Rechts ist Resistance, das ist der Widerstand. In der Mitte ist der Output, der berechnet sich daraus. Unten habe ich noch ein paar weitere Statistiken, wie zum Beispiel Geschwindigkeit, gefahrene Kilometer. Rechts ist das Leaderboard, da sehe ich halt, wie viele All-Time diesen Kurs schon gefahren sind. Ich kann aber auch auf Here Now wechseln und dann sehe ich, wer gerade live mit mir diesen Kurs fährt, wer sich irgendwo auf der Welt gerade entschieden hat, genau jetzt auch da reinzugehen. Ich kann zusätzlich auch noch filtern, da kann ich zum Beispiel nach Altersgruppe und nach Männlein, Weiblein filtern oder auch die Hashtags auswählen von den Gruppen, wo ich Mitglied bin. Ansonsten gehe ich halt einfach zurück. Und Ellie erklärt jetzt genau, was ich machen muss, dass ich jetzt die Resistance entsprechend einstelle auf dem Wert, den sie vorgibt und dann links die Trittfrequenz so hoch fahre, dass es passt. Und so werde ich halt entsprechend durchs Training geleitet. Rechts sehe ich im Leaderboard, wie es hoch und runter geht. Links oben sehe ich die Musik, tippe ich an und kann ich, wenn sie mir gefällt, mit dem Herzchen markieren. Dann geht die direkt in meine Spotify-Playlist rein. Und wenn mich das Ganze nicht interessiert, tippe ich einmal doppelt auf den Bildschirm und alles ist ausgeblendet und ich kann mich komplett auf die Trainerin konzentrieren. Wenn ich wieder alles haben will, nochmal doppelt tippen, kommt alles zurück. Wenn ich nur bestimmte Sachen ausblenden will, wie das Leaderboard, kann ich das auch machen. Einfach raus damit, wenn es mich nicht interessiert für den Moment. Oder entsprechend auch wieder rein. Oben habe ich halt die lange Zeitleiste. Das ist in dem Fall eine durchgängige bei diesem Ride. Aber bei den meisten Rides, die länger sind, gibt es eine Warm-up-Phase. Das sind eine entsprechende Anzahl von Minuten dann, die man dort sieht. Den richtigen Ride und am Ende halt auch eine Cooldown-Phase. Kann ich auch ausblenden, wenn ich möchte. Und ansonsten muss man sich einfach dann drauf einlassen. Und die Trainer und die Trainerinnen nehmen einen wirklich mit. Kernaussage ist halt auch, es ist auch egal, wo man auf dem Leaderboard ist, klar. Man kann immer versuchen, noch mal jemanden irgendwie einzuholen oder sich selber zu schlagen. Aber wie sagen die so schön, das Beste ist, dass man überhaupt auf dem Leaderboard ist und mitmacht. Und die Werte, die sie vorgeben, die sind immer schon eine Range. Die funktionieren für mich ganz gut. An guten Tagen versuche ich auch, das höhere Ende der Range zu nehmen. An schlechteren Tagen versuche ich dann halt, in einem niedrigen Feld mich da zu bewegen. Aber sie sind eine Guideline. Und die führen halt zum Beispiel auch durch die Intervalle durch. Und so kommt man dann halt auch zu einem guten Ergebnis. Geben auch Hinweise, wie man sich auf dem Fahrrad hinsetzt, wie man die Schultern hält. Also es gibt halt ganz viel und es ist wirklich eine Erfahrung, wie ein Personal Trainer, würde ich sagen. Ja, und jetzt muss ich mich einfach durchradeln.